Jo, moin Leute, hier ist der Puffy-AD und ja, ich bin wieder auf GTN, ja, und heute im Hintergrund ein 32:1 auf Hijacked mit der MS Mac und den Killstreaks, Punkte-Streaks, Orbi, Warthog und den Lodestar. Ja, ich spiele hier mit der MS Mac auf Diamant, weiterhin weiß ich das leider nicht, weil hier ganz am Anfang kurz die andere Waffe gezeigt wird. Und ja, er hat noch dabei die S-Mine und die Schockladung. Und also einmal, ich werde ein bisschen was über Taktiken auf Hijacked erzählen. Und vielleicht auch über die Waffen, die man mitnehmen kann. Und ja, aber erstmal danke, dass ihr auch auf meinem Kanal vorbeigeschaut habt. Ich habe jetzt schon die 41 Abonnenten und das ist ja richtig geil. Und ja, darum mag ich auch solche Seiten wie Communities. Ist halt geil. Erstens, auf diesen Seiten gibt es dann immer nochmal richtig fett Feedback, also keine Ahnung, ich habe richtig viele Kommentare bekommen und habe die natürlich auch gerne, eigentlich, wie ich denke, alle beantwortet. Falls ich eins vergessen habe, dann tut es mir leid, aber ich habe versucht, alle zu beantworten und ich habe so viele Kommentare geschrieben, dass mich sogar schon YouTube wieder gefragt hat, weil ich musste dieses komische Passwort wieder eingeben, damit ich weiter posten kann, weil sonst ich als Computer oder irgendwas halt angezeigt werde. Und ja, ihr seht jetzt, erst über Außen gegangen, hat hinten am Spawn noch die Typen abgefangen. Und jetzt geht er zurück über die Mitte und wieder hoch und checkt hier hinten alles wieder ab, weil hier ist auch sein Team, aber natürlich auch die Gegner, wie ihr auf der mit der Drohne sieht. Und ja, jetzt hat er ganz viel Glück, also das ist schon Glück und da muss ich schon sagen, ist echt, das habe ich nicht. Es ist bei mir dann meistens nicht vorhanden. Und ja, hier holt er sich noch den ein. Und jetzt auch ein Tipp, schaut immer mal hier hinten auf die Boote. Da liegen immer mal ein paar Camper oder Typen, die ihre Kills wie ich gerade einsetzen. Und ja, da kann man sich einfache Kills holen. Weil die denken, da schaut ja keiner vorbei und so. Aber wenn ihr clever seid, dann dürftet ihr auch dort immer mal einfinden. Und ja, jetzt geht er wieder durch die Mitte, um wieder die Gegner von hinten zu attackieren. Natürlich, sehr schlau, er hat hier gerade ein 4:0, ein 4er KD, Wahnsinn. Und ja, jetzt holt er sich gleich wieder den nächsten am Spawn, wie ihr seht, von außen schön hinter der Barriere. Und ja, dort ist noch einer. Jetzt hat er wieder Glück und die beiden Typen raffen es nicht, weil er natürlich einen Schalldämpfer drauf hat, was die Sache natürlich extrem erleichtert. Und ja, jetzt weiß ich auch den Aufsatz, er hat Schalldämpfer drauf. Und den Griff, genau, den Griff sieht man auch. So, jetzt sieht er hier spawnt ein Teammitglied, das bedeutet wiederum, dass die Gegner auf der anderen Seite sind. Und ja, wieder zack in den Tunnel. Und ja, der Tunnel ist wirklich extrem praktisch, weil ihr seht, hier läuft keiner lang. Alle laufen oben in die Mitte, um sich zu prügeln und ihr lauft unten durch und schnappt euch die Gegner von hinten. Und das ist so eigentlich diese Taktik, die ich auch fahre, so mal Absicherung ist immer gut. Und ja, anscheinend war die Schockladung nicht von dem Gegnerteam, so jetzt zieht er kurz in die Mitte, schaut, ob dort einer drin ist, den er von hinten wegprügeln könnte. Und ja, hier oben hocken eigentlich immer die Sniper, von daher immer ein leichtes Opfer, musste halt ein bisschen aufpassen, dass da keine S-Minen und sowas liegen. Und ja, jetzt sieht er, dass da was hochgegangen ist, sein Zeug, und ein weg, zwei weg, und er hat den Orbitalsatellit erreicht. Und ja, den hätte ich jetzt auch rausgeknüppelt, weil es ist eigentlich noch genug Zeit. Und ja, ach, wir sind ja auch bei Team Deathmatch. Oh ja, und er hat seinen Warthog und noch seinen Lodestar. So, jetzt wartet er natürlich kurz ab. Ja, erstmal den Warthog ein paar Kills machen lassen. Und ja, jetzt geht eigentlich gleich die Lodestar-Action ab. Lodestar und Warthog sind natürlich sehr zu empfehlen, weil das ist eine schmale Map. Das bedeutet, der Warthog erwischt auch die komplette Seite dieser Karte. Das bedeutet, wenn er einmal drüber fliegt, dann wumpst er über das ganze Deck und ja, der macht dann auch ziemlich viele Kills und da die Gegner ja sich dann in die Häuser flüchten, wäre es auch ganz nett, anstatt die Lust eventuell die Hunde mitzunehmen und den Warthog, weil dann habt ihr das so, der Warthog tötet die draußen und die Hunde erledigen auch die in den Gassen. Und ja, hier seht ihr nochmal den Warthog. Und ja, darum macht er auch hier auch ziemlich viele Kills, also ist schon mal extrem gut gelaufen, würde ich schon sagen. Und ja, das war's auch eigentlich, was er so gemacht hat. Er hat alle seine Killstreaks erreicht durch cleveres Spielen, durch den unteren Tunnel. Und falls ihr auf Hijacked spielt, dann versucht ihn einfach mal. Ich weiß, das ist schon länger draußen und warum der den nicht gesehen hat, ist mir auch ein Rätsel. Und ja, dann wer von euch eventuell Gameplays hat, sonst war es so eigentlich immer ordentliche Gameplays. Also
Hier, ich seht ja, es ist auch ein 30-2, aber es ist gut, das Spiel. Es hat eine gute Taktik und ist nicht erkämpft. Und ja, darum nehme ich auch solche Gameplays. Aber wenn auch jemand mal ein 100 plus hat oder ein 80 zu 0 oder auch ein 30-0 oder sowas, ist alles vollkommen okay. Würde ich mich auf jeden Fall sehr drüber freuen. Und ja, da haut rein. Bis zum nächsten Mal. Der Puffy Ade.